Ich bin jetzt hier auf der Demonstration in Aschaffenburg. Ich war schon auf anderen Demonstrationen. Das ist für mich so das einzige Ventil, wo ich so mein Unbehagen ausdrücken kann. Ich fühle mich in einer sehr dystopischen Situation. Ich verstehe tatsächlich mein Land nicht mehr, auch die Welt nicht mehr. Ich war immer so glücklich, in Deutschland leben zu dürfen, hier aufgewachsen zu sein. Und ich hatte eine tolle Kindheit, eine tolle Ausbildung, darf einen tollen Beruf ausüben. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir uns so irrational verhalten, ist für mich einfach unverständlich. Für mich ist auch unverständlich, wie Menschen die gleiche Situation so unterschiedlich beurteilen können. Ich habe viele Freunde, die Sache ganz anders beurteilen als ich, die ganzen Maßnahmen der Regierung auch für richtig halten. Ich habe von Anfang an nicht wirklich eine wissenschaftliche Evidenz für das Handeln unserer Regierung hier in Deutschland wie auch weltweit gesehen, was auch die epidemiologischen Kurven zeigen. Keine einzige Maßnahme, sei es Lockdown, sei es Maskenpflicht, hat die Kurven irgendwie zum Positiven verändert. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Regierung einsehen, dass ihr Handeln unverhältnismäßig ist und dass sie einfach auch wieder an ihre Menschen denken. Und ich appelliere vor allem an die CDU und CSU hier in Bayern, die das C in ihrem Namen haben. Ich bin gläubiger Christ und ich gehe mal davon aus, dass die Parteimitglieder der CDU und der CSU auch Christen sind. Das, was hier passiert, ist in meinen Augen ein Verbrechen. Nicht mehr, nicht weniger. Dankeschön. Die Kinder brauchen den Blickkontakt. Da habe ich selber immer drauf geachtet, wie die Kinder noch Baby waren. Ne? Und das ist einfach nicht korrekt. Und da muss ganz schnell was passieren. Wir hoffen zwar schon seit März ganz schnell, aber wir sind auf dem Weg. Es braucht halt alles dazu. Ich beobachte jetzt seit März die ganze Krise, die ganze Entwicklung, wie wir getäuscht werden, wie wir belogen werden, wie Panik erzeugt wird. Mein Sohn, der Dennis, der hat auch gleich gesagt, hier kam Mama, was hältst du davon? Und es war ein Bauchgefühl wie bei vielen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. In Würzburg hesten sie wie die Blöden, das heißt, er ist jetzt mittlerweile, seit die Schule angefangen hat, ich glaube, es sind jetzt 3 Wochen, mit Maske in der Schule und es ist eine Zumutung. Ich darf es auch nicht wirklich sagen, Freundschaften gehen kaputt. Sehr traurig, aber ich lasse mich da nicht umstimmen. In dieser Art und Weise habe ich noch keine Politik erlebt. Wir sind am Ende. Wir sind absolut am Ende. Und der Grund, warum ich heute hier bin, ist, ich hatte eigentlich gesagt, ich komme heute nicht. Heute ist der 27. September, heute hat mein Vater Geburtstag. Mein Vater ist 1932 geboren, liegt aktuell im Krankenhaus, ist dement und nach meiner Einschätzung und der Einschätzung des Chefarztes wird mein Vater in den nächsten Tagen sterben. Mein Vater darf aber nur von einem Erwachsenen, also älter 18 Jahre, eine Stunde pro Tag einen Besuch kriegen, vorausgesetzt, es ist noch ein Zeitfenster frei. Für mich ist leider kein Zeitfenster frei. Ich habe deswegen Zeit, zu euch zu sprechen. Jetzt haben wir eine neue Normalität. Wir zwingen Kinder, Masken zu tragen. Zumindest besteht die Möglichkeit und das Gegenteil ist nicht bewiesen. 13-jährige Kinder fallen nicht einfach um und sterben. Es sind 2 Stück in einem kleinen Zeitraum und hier besteht Gefahr. Es ist Gefahr im Verzug für unsere Kinder und es ist eine Misshandlung von Schutzbefohlenen, wenn ich als Lehrer diese medizinisch gefährlichen Maßnahmen umsetze. Und diese Sachen werden mit Gefängnis bestraft. Und zwar mindestens 6 Monate beziehungsweise 1 Jahr.
Und das Ganze gilt auch bei psychischer Schädigung. Also wenn ich dadurch psychische Schäden hervorrufe, kann das geahndet werden dadurch, dass man bis zu ein Jahr Zuchthaus kriegt. Das sollten Lehrer wissen, das sollten Bürger in Uniform wissen. Und ich sage euch noch was, ihr könnt uns alle gerne gefangen nehmen und ihr könnt auch mich gerne abführen. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Weil dann sieht nämlich die Bevölkerung, was hier passiert. Dass ein besorgter Arzt, der sich Sorgen um Kinder macht, der sich Sorgen darum macht, dass Menschen nachweisen müssen, dass sie krank sind, dass ein Arzt, der versucht, gegen diese Maßnahmen vorzugehen und klarzumachen, dass es hier keine zweite Welle gibt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das die Tatsache, dass es keine zweite Welle gibt, sondern es gibt eine Laborpandemie dadurch, dass Testzahlen gesteigert werden. Wir sind Mainstream und wir werden diese Republik pflastern mit Flyern. Darauf können wir euch verlassen und wir wecken das auf. Bis zum Ende dieses Monats weiß jeder, was hier schiefläuft. Und ich fordere die Bürger in Uniform auf, uns sich anzuschließen. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Ich bin Christ. Und wenn ihr Christen seid, dann macht euch eins klar. Das, was hier im Moment gemacht wird von der Regierung, ist das Unchristlichste, was je passiert ist. Dass Menschen nicht besucht werden dürfen. Ich zähle auf euch. Und wir sind in der Lage, das zu machen. Und leider hat Angie, wir schaffen das gesagt, aber wir werden das ersetzen. Weil wir schaffen das. Und Angie hat es nicht geschafft. Danke, Aschaffenburg. Vielen Dank, Bodo. Ganz lieben Dank, liebe Herzmenschen. Es ist schön, in dieser traurigen Zeit mal wieder Menschen singen und tanzen zu sehen. Die meisten gucken betreten oder betroffen zum Boden und wissen eigentlich gar nicht, was hier mit uns oder mit ihnen passiert. Sind unsere Gerichte wirklich unabhängig? Oder werden Führungspositionen nach politischen Gesichtspunkten besetzt? Gibt es auf Regierungsebene noch das Mehrparteienprinzip oder haben wir mittlerweile eine bunte Einheitspartei oder zumindest eine einheitliche Parteienmeinung? Und damit verbunden, besteht tatsächlich die Chancengleichheit für politische Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Ausübung einer Opposition? Das sind die Fragen, die ich mir dazu stelle. Diejenigen, die seit einiger Zeit und verstärkt seit den Beschränkungen und teilweise Aufhebungen von Grundrechten, die mit Corona begründet werden, auf die Straße gehen, habe ich als absolut friedliche Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und allen Altersklassen wahrgenommen. Sie sind ein Querschnitt der deutschen Bevölkerung. Und ich habe auch Menschen getroffen und gesprochen, die Deutschland als ihre neue Heimat angenommen haben. All diese Menschen nehmen ihr garantiertes Grundrecht auf die Freiheit ihrer Meinungsäußerung in Anspruch. Sie äußern ihre berechtigten Zweifel und stellen öffentlich Fragen an die Regierenden. Und was bekommen sie anstelle von Antworten? Alle kritisch und andersdenkenden Menschen werden von den Politikern unter Zuhilfenahme der öffentlich-rechtlichen Medien derzeit unisono als Rechtsradikale, Reichsbürger, Antisemiten, verschwurbelte Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und mit noch vielen weiteren Abwertungen und Stigmen bezeichnet. Wir alle müssen aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken. Wir alle müssen aufhören, uns weiter von der Politik spalten zu lassen. Weil solange wir diese Spaltung zulassen, haben die eine Kontrolle über uns. Das ist elementar wichtig, dass wir wieder lernen, aufeinander zuzugehen. Es sind nicht die Demonstranten, die die Gesellschaft spalten, es sind ihre Maßnahmen und ihre Fehlpolitik, liebe Regierung. Und ich fordere Sie nochmal auf, geben Sie uns, den Bürgern, unseren Kindern, geben Sie uns das Gesicht zurück. 1989 habe ich Bürgern aus der DDR vor der Wende zur Flucht in den Westen verholfen. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich mich bald mal zur Ruhe setzen. Aber der Kampf geht weiter. Aber diesmal kann ich es nicht alleine. Diesmal brauchen wir uns, ich brauche alle. Sollte ein Gesundheitssystem sein und kein Krankheitssystem. Hier passiert Konditionierung und Marketing und Branding. Überall sieht man diesen Virus. Da werden Millionen ausgegeben, anstatt dass man vielleicht für Gesundheitsprävention mehr Geld ausgibt als für Panikmache.
das sind Maßnahmen, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin schon so lange in der Pflege tätig und ich könnte im Strahl kotzen. Und wer sich nicht gegen Unrecht wehrt, der ist ein Täter. Polizei, ihr braucht auch keine Atteste zu überprüfen. Das steht euch nicht zu. Soll ich noch mehr schreien? Ich hab so die Schnauze voll. Das ist nicht mehr mein Land. Das ist Diktatur, was hier passiert. Und zwar gegen Rechtsvorschriften. Gegen jedwede Recht. Und wenn der Arzt die Diagnose rausgeben muss, der Bodo Schiffmann hat das wunderbar erklärt, ich will nicht nochmal anfangen. Ich möchte es nur nochmal betonen, das Letzte, was ein Arzt und der Patient haben, ist die Diagnose und die ist geheim. Und die bleibt geheim, verdammt nochmal. Und ihr Scheißlehrer, das geht euch einen Scheißdreck was an. Das geht euch scheißig was an. Oder gehe ich als Arzt in eure beschissenen Lehrpläne, die Kinder heute kaputt machen? Ich gehe nicht da rein. Ihr müsst euch dagegen wehren. Und die Kinder werden am Ende die Schlacht gewinnen. Ich kann das nur so sagen. Und ich möchte nicht mehr über PCR-Teste reden. Und ich möchte nicht mehr über Letalitätsraten reden. Wehrt euch. Und wir müssen Flugblätter machen. Es kommt der Winter und ich finde das geil, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann kommen die Richtigen auf die Straße. Und es ist Schluss mit Party und es ist Schluss mit Musik, wir sind mitten im Kampf. Das ist ein Flugblatt, das habe ich gemacht, verteilt millionenfach, da steht das alles drin. Jetzt habe ich keinen Atem mehr. Ich habe noch nie eine Maske getragen und ich werde keine Maske tragen. Ist das durchgereicht? Die Maske ist falsch. Und wir haben gestern das zweite tote Kind gehabt, wegen der Maske. Das kann man als Arzt sagen. Wenn denn das Kind krank gewesen wäre, 2 13-Jährige, dann hätten sie als allererstes die Diagnose daraus gegeben und hätten gesagt, es war ein übergewichtiges Kind mit Asthma, bla bla bla. 2 kerngesunde Kinder sterben an der Maske. Und wer da nicht betroffen ist, der hat kein Herz. Punkt. Wir müssen miteinander reden. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Wir haben die Möglichkeit, alles zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, es besser zu machen, als es vor Corona war. Bowie hat gesagt, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Lasst uns Helden sein. Lasst uns verändern und lasst uns gemeinsam dieses Land retten. Danke. Aufgeblasenes Lügenkonzept. Und ich bitte euch da, macht euch einfach mal Gedanken drüber. Du lachst jetzt, ist völlig verständlich. Ich bin vielleicht ein Verschwörungstheoretiker, aber ich denke, du siehst, dass wir hier ganz normale Menschen eigentlich sind. So, hallo, schöne Grüße aus Aschaffenburg. Ich bin hier ganz spontan auf die Demo gegangen und es sind einige Leute hier, aber es sind zu wenige. Ihr müsst euch wirklich auf die Straße bewegen, wir müssen mehr Präsenz zeigen, weil wir sind ja viele und das sehen wir in unseren ganz tollen Telegram-Kanälen. Bitte geht zum Beispiel nach Telegram, sucht die Freiheitsboten, meldet euch dort an, holt euch Flugblätter, verteilt die, redet mit Menschen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist so, dass die Übergriffe auch vom Staat immer stärker werden. Dr. Heiko Schöning wurde gestern in London verhaftet nach einer Rede. Er ist bisher noch nicht auf freiem Fuß.
Und das sind gefährliche Entwicklungen, die wir hier haben. Wir haben jetzt 2 tote Kinder. Auf was sollen wir noch warten? Wir müssen ganz schnell reagieren, um diese Welt zu ändern. Und wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Und die, die noch nicht aufgewacht sind, bitte überlegt euch, warum ein Friedensaktivist verhaftet wird, obwohl er als Arzt nur Sachverhalte so erklärt, wie sie wissenschaftlich richtig sind. Die meisten Wissenschaftler sind nicht der Meinung des RKI, die meisten Wissenschaftler sind nicht der Meinung von Herrn Professor Drosten, sondern es gibt eine unüberschaubare Vielzahl von Wissenschaftlern, die belegen, dass das Nonsens ist. Eine sehr gute Seite dafür ist swprs.org. Dort findet ihr direkte Verlinkung zu den Quellen. Schaut euch an, wie viele Wissenschaftler, Virologen, Mikrobiologen und alles hier schon aktiv geworden sind. Wir sitzen hier in einer gigantischen Lüge. Es geht nicht um ein Virus, es geht leider um Politik, Kontrolle, Macht. Und das ist beängstigend. Helft uns. Danke.